Die Geschichte vom Lametta. Weihnachten naht, das Fest der Feste, das Fest der Kinder, Fest der Gäste. Da geht es vorher hektisch zu, ein Hetzen, Kaufen, Proben, Messen, hat man auch niemanden vergessen? So ging's mir, keine Ahnung habend, vor ein paar Jahren Heiligabend, der zudem ein Sonntag war. Ich saß grad bei der Kinderschar. Da sprach mein Mann, tu dich nicht drücken, du hast heut noch den Baum zu schmücken. Da Einspruch meistens mir nichts nützt, hab kurz darauf ich schon geschwitzt, den Baum gestutzt, gebohrt, gesägt und in den Ständer eingelegt. Dann kamen Kugeln, Kerzen, Sterne, Krippenfiguren mit Laterne. Zum Schluss, ja Himmel, Donner, Wetter, nirgends fand ich das Lametta. Es wurde meinem Mann ganz heiß und stotternd sprach er, ja, ich weiß, im letzten Jahr war's arg verschlissen, drum haben wir's damals weggeschmissen. Und nun im Trubel dieser Tage, bei meiner Arbeit, Mühe und Plage, vergaß ich Neues zu besorgen, ich werd's das von den Nachbarn borgen. Die Nachbarn links, rechts, drunter, drüber, die hatten kein Lametta über. Da schauten wir uns an, verdrossen, die Läden sind ja auch geschlossen. So sprach ich denn zu meinem Knaben, hör zu, wir werden heuer haben einen Baum altdeutscher Stil, weil mir Lametta nicht gefiel. Da gab's ein Heulen, Schluchzen, Tränen, und ich gab nach den Schmerzfontänen. Hör endlich auf mit dem Gezetter, ihr kriegt den Baum mit viel Lametta. Zwar konnt ich da noch nicht begreifen, woher ich nehm die Silberstreifen, doch gerade als ich sucht mein Messer, da les ich Hengstenberg Mildessa. Es war die Sauerkrautkonserve, ich kombinier mit Messerschärfe, hier liegt die Lösung eingebettet, das Weihnachtsfest, es ist gerettet. Schnell wurde der Deckel aufgedreht, das Kraut gepresst, so gut es geht, zum Trocknen einzeln aufgehängt und dann geföhnt, doch nicht versenkt. Die trockenen Streifen sehr geblichen, mit Silberbronze angestrichen. Auf beiden Seiten Silberkleid, o freue dich, du Christenheit. Der Christbaum ward einmalig schön, wie selten man ihn hat gesehen. Zwar roch süß-sauer zur Bescherung, geruchlos gab's ne Überquerung, weil mit Benzin ich wusch die Hände, mit Nitro reinigte die Wände. Dazu noch Räucherkerz und Myrte, der Duft die Menge leicht verwirrte. Und jedermann sprach still verwundert, hier riecht's nach technischem Jahrhundert. Ne Woche drauf, ich saß gemütlich im Sessel, las die Zeitung friedlich, den Bauch voll Feiertagerester, es war wieder Sonntag und Silvester. Da sprach mein Mann, du weißt Bescheid, es kommen heut zur Abendzeit Schulzes, Lehmanns und Herr Meier zu unserer Silvesterfeier. Wir werden leben wie die Fürsten, es gibt Sauerkraut mit Wiener Würsten. Ein Schrei ertönt, entsetzt er schaut, am Christbaum hängt mein Sauerkraut. Ich hab vergessen, Neues zu besorgen, ich werd was von den Nachbarn borgen. Die Nachbarn links, rechts, drunter, drüber, die hatten leider keines über. Da schauten wir uns an verdrossen, die Läden sind ja auch geschlossen. Und so ward wieder ich der Retter, nahm ab vom Baume das Lametta. Mit Terpentinöl und Bedacht hab ich das Silber abgemacht. Das Kraut dann gründlich durchgewässert, mit reichlich Essig noch verbessert, dazu noch Nelken, Pfeffer, Salz und Curry, Ingwer, Gänseschmalz.
Dann, als das Ganze sich erhitzte, das Grau, das funkelte und blitzte, da konnte ich nur nach oben flehen, lass diesen Kelch vorübergehen. Als später dann das Kraut serviert, ist auch noch Folgendes passiert. Da eine Dame musste niesen, sah man aus ihrem Näschen sprießen 1000 kleine Silbersterne. Mach's noch einmal, ich seh das gerne. So rief man ringsum hoch erfreut, die Dame wusste nicht Bescheid. Franziska Lehmann sprach zum Franz, dein Goldzahn hat heut Silberglanz. Und einer, der da musste mal, der rief, ich hab nen Silberstrahl. So gab's nach dieser Krautmethode noch manche nette Episode. Beim Heimgang sprach ein Gast zu mir, es hat mir gut gefallen hier. Doch wär die Wohnung noch viel netter, hättest du am Weihnachtsbaum Lametta. Ich konnte da gequält nur lächeln und mir noch frische Luft zufächeln. Ich sprach und klopfte ihm aufs Jäckchen, im nächsten Jahr, da kauf ich 100 Päckchen. Thank you.